Herzlich willkommen, Kampfsportfreunde, bei Respekt Nummer 14 in Karlsruhe. Und neben mir steht jetzt jemand, der mit MMA nicht so viel in Verbindung zu bringen ist, aber K.O. ist er, ja, mit K.O. durchaus, ja, bei einer Bilanz von, ich glaube, 21 mittlerweile und ja, einem Fightnamen K.O. Prinz, glaube ich, nennt dich die Presse. Ja. Herzlich willkommen, Vincent Feigenbutz und sein Trainer. Ja, ihr wart heute hier bei Respekt, habt euch mal umgeschaut bei MMA. Wie ist so dein Eindruck gewesen? Wie fandst du die Kämpfe? Ja, die Veranstaltung war gut. Wir haben den Sebastian und den Philipp unterstützt und fanden es ganz gut. Mhm. Du bist ja auch hier aus Karlsruhe, glaube ich. Ne? Ja, ich komme aus Karlsruhe. Also direkt zu Hause. Bitte? Aus Dachslanden hier. Ja, ja. Okay, ja. Wäre das für dich auch irgendwie mal? Hast du da mal so ein bisschen beim Training oder so Berührungen gehabt mit MMA? Ja, ist nicht so ganz, aber ist ein cooler Sport. Ich unterstütze den Kampfsport und wenn es mal einen Kampf gibt, wie viel Geld mache ich so? Ihr habt es gehört, also wenn der eine oder andere da draußen die Börse aufmachen will, hier ist noch ein großer Name. Er ist nach dem Boxen. Ich wollte es gerade sagen, du hast ja noch eine Menge vor im Boxen, ne? Und da sind ja noch einige Sachen. Kommen wir auch direkt mal zum Boxen. Du bist aktuell GBU-Weltmeister und Interim-Champion der WBA. Genau. Richtig. Ja, da hat sich ja jetzt nur einiges getan. Der Schudinov ist aktuell regulärer Champ, hat gegen den Felix Sturm gekämpft, ja, und da soll jetzt direkt wieder einer folgen gegen Felix Sturm. Obwohl eigentlich an sich, ja, du auf der Matte gestanden hättest. Was ist denn da los? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Ja, ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ich habe den Vertrag mit Trinov. Eigentlich bin ich der Titelherausforderer. Aber irgendwie gab es jetzt Probleme und Kompromisse und jetzt kämpft er wieder gegen Sturm. Also ich weiß von nichts und sollen sie halt nochmal gegeneinander kämpfen, dann kämpfe ich halt gegen den Gewinner, mir ist egal. Okay, vom Trainer vielleicht, was ist da los? Ja, ist ein bisschen alles verwirrt, sag ich mal. Gut, der Schudinov boxt jetzt nächste Woche in England gegen Buglioni und da muss er auch erstmal gewinnen. Also in England kann man nicht gerade so gewinnen. Und wenn er dann verliert, kann er gegen den Sturm boxen. Das ist ja dann egal. Und ihr kämpft dann gegen den Mann aus England. Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich dann so die, ja, für alle das Beste, wahrscheinlich irgendwie am meisten. Schauen wir mal, wie es dann nächste Woche dann läuft. Nächste Woche ist es direkt, ja? Der Kampf oder was? In England, von Schudinov. Ja, nächste Woche der Kampf. Ja, und du schaust ja erstmal einem anderen Gegner gegenüber jetzt, da ist ein neuer Kampf angesetzt, der Italiener, De Carolis. Ja, was ist das für ein Mann, also was für ein Bild hast du da? Ja, also ich habe gehört, das soll gut sein. Ich selber schaue mir nicht an, mich interessiert es nicht. Ich kämpfe einfach gegen ihn und bin mal gespannt, wie es dann am 17.10. wird in Karlsruhe. Ich lade natürlich alle meine Freunde ein und meine Fans, dass sie kommen und mich unterstützen in Karlsruhe, in meiner Heimat. Und wird bestimmt ein gutes Event. Direkt zu Hause hier nochmal so ein super Kampf. Ist natürlich immer, ja, macht das so ein bisschen mehr Druck für dich? Ah, nee, eigentlich nicht. Macht eher mehr Freude. Vor allem, wenn meine Kollegen nicht immer so weit weg müssen oder sie haben es auch näher und es ist einfach schön, hier zu kämpfen. Du hast auch, glaube ich, da den Kampfverlauf so ein bisschen schon angekündigt. Ich habe da mal was gelesen in Richtung K.O. Du willst deine K.O.-Quote da weiter ausbauen. Ja, ist das richtig? Na klar, ich will jeden Kampf mit K.O. gewinnen. Okay, wir sind gespannt. Schauen wir mal. Du bist ja jetzt auch noch ein ganz junger Kämpfer eigentlich, ne? Ich glaube, du bist jetzt mit 19 Jahren, 20? 20, ja. Der jüngste Interim-Champ auch, ne? Aus Deutschland? Ja. Super Sache. Da gibt es ja im Sport und auch in vielen anderen Bereichen oft immer so
dass viele junge Sportler oder viele junge erfolgreiche Persönlichkeiten mit dem Erfolg irgendwie nicht ganz so klarkommen. Vielleicht auch an den Trainer so ein bisschen. Seht ihr da Probleme? Gibt's also jetzt nicht speziell wegen dir oder was kommt da auf dich zu? Muss man das beachten bei so einem jungen Talent? Wegen was jetzt? Was? Naja, es gibt zum Beispiel mir fällt zum Beispiel Tyson, der hatte da durchaus Probleme im Jugend. Ne? Also oft als immer außerhalb vom Ring und solche Sachen, ne? Im MMA, der John Jones, jüngster Champ, auch die ein oder anderen Probleme. Ja, schaut man da als Trainer auch mal so ein bisschen oder macht man sich da Gedanken oder ist das spielt das keine Rolle? Ja gut, das Einzige, was ihm wichtig ist eigentlich das Angler. Und ich denke, da werden nicht verloren gehen. Außer das Boot ist mal ein bisschen weg, aber. Naja, also er geht auch nicht so groß fort oder so. Konzentriert sich wirklich aufs Boxen, auf die Karriere. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch. Ein super solider Vincent Feigenbutz. Schön, super. Am 17.10. Giovanni De Carolis steht da auf dem Plan. Ein starker, ein erfahrener Mann, Arthur Abraham, kann da auch ein Lied von singen. Vor 2 Jahren hat er ihn vor den Fäusten gehabt und ja, der hatte durchaus das ein oder andere Problemchen damit. Wo siehst du da deine Stärken? Wie kannst du diesen Mann knacken? Ja, ich gewinne den Kampf einfach, weil ich es kann, schlagen kann. Wunderbar, der Trainer. Kannst du da noch was zufügen? Ja, nicht viel. So wird es auch sein. Ich denke, der Carolis wird Druck machen und der Vince halt dagegen und Vince hat einfach die bessere Schlagkraft und deswegen wird er auffallen, bin mir sicher. Ihr habt es gehört, ein ganz zuversichtlicher Vincent Feigenbutz und sein Trainer. Wir sind gespannt und ja, schauen wir mal, was da los ist dann am 17.10. hier in Karlsruhe, da wird es krachen. Ja? Kommt alle hin, seid dabei. Ja? Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke. Ja. Dankeschön. Ciao.